Herzlich willkommen zum Minuten-Update. Am Freitag haben sich die Koalitionsspitzen auf den Entwurf eines Gebäudeenergiegesetzes geeinigt. Der Weg dorthin war mehr als steinig. Fast wäre die Koalition daran zerbrochen. Mal sehen, wie es nun weitergeht. Noch in dieser Woche soll das Gesetz den Bundestag und Bundesrat passieren. Inhaltlich hat sich gegenüber dem Vorentwurf einiges getan. Das Gesetz ist grundsätzlich technologieoffener und es gibt, wie versprochen, eine enge Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung. Liegt eine kommunale Wärmeplanung bis 2026 bei Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern und bei Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis 2028 noch nicht vor, muss das 65%-Ziel nicht eingehalten werden. Danach greift aber das 65% erneuerbare Energien-Ziel. Ob dann aber auf die Planung auch eine Umsetzung erfolgt, ist nicht sicher, da die Umsetzung viel schwieriger ist natürlich als die Planung. Letztlich gibt dieses den Eigentümern noch etwas mehr Zeit, um sich hier eine individuelle Lösung herauszupicken. Problematisch bleibt weiterhin das Thema Gasetagenheizung. Hier muss sich der Eigentümer nun entscheiden, ob eine dezentrale Lösung oder eine zentrale Lösung erfolgen soll. Entscheidet er sich für eine dezentrale Lösung, müssen innerhalb von 5 Jahren, nachdem die erste Heizung ausgefallen ist, alle anderen außer Betrieb genommen werden, auch wenn sie noch funktionieren. Sie müssen dann durch eine 65% zielkonforme Heizung ersetzt werden. Soll eine zentrale Lösung erfolgen, so muss die Entscheidung hierfür innerhalb von 5 Jahren nach dem ersten Ausfall erfolgen. Die Umsetzung einer zentralen unter Beachtung des 65% Ziels muss dann innerhalb von weiteren 8 Jahren erfolgen. Erstmals in den Gesetzentwurf hineingekommen sind auch mietrechtliche Regelungen. Es ist schon echt haarsträubend, dass sowas auf den letzten Metern passiert. Die Änderungen betreffen die Modernisierungsmieterhöhung an ganz vielen Stellen. So soll eine Kappungsgrenze in Höhe von 50 Cent eingeführt werden, wenn es um die Heizung im engeren Sinne geht, also ohne Speicher, Rohre und Heizkörper. Bei großen Mehrfamilienhäusern mag diese Grenze ausreichen, weil die Heizung für viele Einheiten genutzt wird und somit eben auf viele Quadratmeter und Meter umgelegt werden kann. Bei kleinen Mehrfamilienhäusern, von denen es im ländlichen und kleinstädtischen Bereich am meisten gibt, wo immerhin 70% der Deutschen leben, ist es anders. Hier fordern wir eine Staffelung der Kappungsgrenze. So sollte die bisherige Kappungsgrenze von 2 respektive 3 Euro bei Häusern mit 25 Einheiten bestehen bleiben. Problematisch an dem Vorhaben ist auch, dass die Förderung weder inhaltlich noch fiskalisch feststeht. Das heißt, dass hier ein Gesetz geschaffen wird, wo noch völlig unklar ist, wie hier die Förderung ausgestaltet ist. Ein immerhin zentraler Baustein dieser gesamten Wärmewende. Übrigens, die Greisenregelung, also die Befreiung von über 80-Jährigen, ist vom Tisch. Insgesamt bleibt es dabei, das Gesetz kann unsererseits nicht unterstützt werden, auch wenn wir die Wärmewende als notwendig erachten. Wärmewende ja, aber nicht mit der Brechstange. Vielleicht fällt diese den beteiligten Parteien bei den anstehenden Landtagswahlen auf die Füße. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie es weitergeht, also mit dem Gebäudeenergiegesetz. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich mache mich jetzt auf den Weg in den Bundestag, wo heute dazu eine Sachverständigenanhörung stattfindet. Auf Wiedersehen.